dass man die Kräuter einlegt, dann warm auszieht auf dem Ofen mit 40 Grad oder einfach kalt stehen lassen, dann paar Wochen. Das war dann zum Beispiel Öl aus. Man kann Salben, man kann Balsame, man kann Cremes herstellen. Da muss man sich einfach erkundigen, was will ich machen, welche Zutaten brauche ich. Meistens tut man Bienenwachs dazu, damit man die Festigkeit hat. Ist eh schon abgeleert. Und die kann man auch durchaus frisch knappen, die schmecken wie so Erbsen. Die Hirtendäschel, weil ich mag so gern, weil es hat so zarte weiße Blüten, wenn es ampliert. Und kochst du ein Gefühl mit den mal so richtig einatmen und mit einem Seufzer ausatmen. Genau. Ah, sehr gut. Und dann dürft ihr euch noch kurz Zeit nehmen. Vielleicht magst du noch mal ein Strecken, Decken. Oh, geht.